Was passiert, wenn man einen Pokémon-Blau-Spielstand in Pokémon-Gelb lädt? Bisher hatte ich mir diese Frage noch nicht gestellt, aber in einem meiner letzten Videos habe ich euch alle Glitches der ersten Pokémon-Generation vorgestellt und musste die einzelnen Glitches in Pokémon-Rot, Blau und Gelb testen, weswegen ich sehr oft zwischen den Spielen und Spielständen hin und her wechseln musste. Dabei habe ich einmal aus Versehen meinen Pokémon-Blau-Spielstand in Pokémon-Gelb geladen und das ist dabei passiert. Auch wenn sich das Gameplay der Spiele nicht allzu sehr voneinander unterscheiden mag, ist der Aufbau der Spiele aber komplett anders und deshalb wird die Stadt verglitscht, wenn man einen Spielstand aus einem anderen Spiel lädt. In diesem Video werden wir uns anschauen, was noch alles passieren kann, wenn wir den Spielstand aus einem anderen Spiel laden. Wie ihr sehen könnt, ist Alabastia komplett verglitscht. Nichts ist dort, wo es sein sollte und das Merkwürdige ist, dass selbst die Eingänge komplett verschwunden sind. Somit gibt es keine Möglichkeit mehr, die Häuser zu betreten. Wenn ich versuche, diese Frau hier anzusprechen, scheint das Spiel sich einzufrieren, aber nach ein paar Sekunden kommen dann merkwürdige Zeichen, die keinen Sinn ergeben. Ob das vielleicht eine geheime Nachricht ist? 700, Möchte sie, dass das Video 700 Daumen nach oben bekommt? Die Frau hat gesprochen, Leute. Ansonsten hat sie aber nichts weiter zu sagen, also schauen wir uns mal weiter um. Als ich versuchte, an das Schild heranzukommen, musste ich feststellen, dass ich auf einmal feststeckte. Ich dachte, dass es vielleicht das Meer sein könnte, das hier anfängt, aber Surfer hat hier leider nicht funktioniert. Als ich dann das Menü geöffnet habe, hat sich auf einmal die ganze Map verändert. Die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, war es dann, Fliegen einzusetzen. Ich fliegte wieder nach Alabastia und interessanterweise fängt dann der Dialog mit Professor Eich an. Nur zur Info, ich habe auf diesem Spielstand alle 8 Orden und habe auch schon gegen den Champion gekämpft. Dass Professor Eich mir also sagen will, dass es im hohen Gras gefährlich sein könnte, ist ziemlich merkwürdig. Professor Eich kam aus seinem Hintereingang und hat mich nur knapp verfehlt. Naja, kann ja mal passieren. Dann startet der Kampf von Professor Eich und dieser scheint relativ normal zu sein. Als mich Eich dann in seinem Labor einladen will, scheint er in einer Endlosschleife gefangen zu sein. So sehr er es auch versucht. Er kommt einfach nicht voran. Zumindest nicht, bis ich auf einmal außerhalb des Bildschirms geglitscht wurde. Das war dann auch der Moment, als sich das Spiel eingefroren hat. Scheinbar wird die Katze den ersten Professor Eichs Labor weitergeführt, wenn er auf das Eingangsfeld seines Labors getreten ist. In neueren Spielen wie zum Beispiel Pokémon Let's Go würde die Cutscene trotzdem in Eichs Labor weitergehen, da man damals Events wie diese Cutscene hier nur auf der Map abspielen lassen konnte, auf der man sich befindet. Deshalb friert sich das Spiel auch ein. Ich habe das Spiel dann neu geladen und bin nach Vertania City geflogen. Alles sah normal aus und die Eingänge funktionierten. Aber wie sieht es aus, wenn ich wieder nach Alabastia laufe? Auch dort wird wieder die Cutscene getriggert, die am Anfang kommt, wenn man neu angefangen hat. Dieses Mal scheint aber alles zu funktionieren, bis ich dann ins Labor gekommen bin. Professor Eich ist scheinbar komplett verschwunden. Als ich dann den Pokéball angesprochen habe, kam ein Ausrufezeichen und lässt das Spiel wieder einfrieren. Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, er möchte nicht, dass ich ein Starter-Pokémon bekomme. Ich habe dann im Pokémon Blau im Labor gespeichert und was dann im Pokémon Gelb passierte, ist einfach nur merkwürdig. Das Labor ist nichts weiter als ein riesiger Glitch und mal abgesehen von dem Random Bisasam da oben, gibt es hier gleich 2 Pikachus. Diesmal konnte ich aber überhaupt nichts machen und das Spiel hat sich sofort beim Starten wieder aufgehangen. Danach habe ich im hohen Gras abgespeichert und den Spielstand in Pokémon Gelb geladen. Vielleicht kann ich dadurch ja wilde Pokémon treffen. Leider hat das nicht funktioniert und die Teilsets sind wieder völlig ohne Funktionen. Ich habe dann versucht, zu der Person auf der Route zu laufen und als ich es geschafft habe, waren seine Dialogboxen leer und mein Spiel ist dann wieder eingefroren. Als ich dann wieder nach Alabastia gelaufen bin, kam die Cutscene und Professor Eich ist knapp am Labor vorbeigelaufen. Dann wissen wir jetzt zumindest, warum er nicht mehr im Labor war. Als nächstes möchte ich mit Hilfe eines Glitches ausprobieren, ob Trainerkämpfe funktionieren. Wir haben gesehen, dass die NPCs immer noch da sind, also schauen wir mal, wie es mit den Trainern aussieht. Dafür gehe ich in Azuria City zu diesem Trainer. Jetzt laufe ich in sein Sichtfeld und drücke gleichzeitig auf Start. Der Trainer bemerkt mich und müsste mich eigentlich herausfordern, sobald ich das Spiel wieder neu geladen habe. In Pokémon Gelb scheint Trainer aber komplett nicht mehr zu funktionieren. Ich steckte fest und der Trainer wollte nicht mehr kämpfen. Für die Wissenschaft habe ich dann einen Cheat aktiviert, der es möglich macht, durch Wände zu gehen. Als ich dann zu dem Trainer hingelaufen bin und ihn ansprach, war seine Textbox wieder leer und nichts passierte. Ungefähr 15 Sekunden später wurde ich dann wieder vollkommen random auf diesen Platz teleportiert und das Spiel ist eingefroren. Okay, aber ich gebe noch nicht auf. Es muss doch irgendwie möglich sein, gegen einen Trainer kämpfen zu können. Und genau dann kam mir eine Idee. Die Professor Eich-Cutscene hat funktioniert. Wie sieht es dann mit der Cutscene vom Rivalen aus? Also fing ich einen neuen Spielstand an, wählte ein Starter-Pokémon aus und speicherte dann direkt vor dem Kampf für den Rivalen. Oh nein, da war ja was. Eine weitere Möglichkeit, den Rivalen herauszufordern, wäre der Kampf in Azuria City. Also spielte ich nochmal bis zum 2. Orden und speicherte dann direkt vor dem Rivalenkampf meinen Spielstand. Als ich dann den Spielstand in Pokémon Gelb geladen habe,
steck dich direkt wieder fest. Das Merkwürdige diesmal war aber, dass ich selbst mit dem Cheat keine Möglichkeit mehr hatte, mich zu bewegen. Irgendeine unsichtbare Kraft hält mich davon ab, Pokémon-Kämpfe zu bestreiten. Meine allerletzte Idee wäre es, gegen die Top 4 zu kämpfen. Ich bin also zur Pokémon-Liga gegangen, habe die ersten drei Trainer besiegt und dann geschaut, ob die Cutscene von Siegfried funktioniert. Wenn ich direkt vor Siegfried gespeichert habe, ist das Spiel direkt nachdem der Spielstand geladen wurde wieder abgestürzt. Das gleiche gilt auch für den Kampf gegen den Champion. Die letzte Möglichkeit zu speichern ist der Raum, in dem sich Siegfried befindet. Es ist also unmöglich, einen Kampf zu starten, wenn man den Spielstand aus Pokémon Blau und Pokémon Gelb geladen hat. Eine Sache würde mich aber trotzdem noch interessieren. Ist es möglich, noch vor der Pokémon-Liga in die Azuria-Höhle zu kommen, indem man zwischen den beiden Spielen hin und her wechselt? Ich habe also wieder einen Spielstand geladen, in dem die Top 4 noch nicht besiegt ist und habe vor dem Typen gespeichert, der einen nicht durchlässt. Dann habe ich das Ganze wieder in Gelb geladen und... naja, ich steckte wieder fest und auch mit dem Cheat war es nicht möglich, mich zu bewegen. Jetzt wissen wir zumindest, was alles möglich ist und was nicht. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant war und wenn ihr wollt, kann ich all das auch gerne noch in anderen Editionen testen. Ein Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Falls du neu auf dem Kanal bist, abonniere für weitere Pokémon-Videos und dann danke ich fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.